Lässt sich ein Fachkräftemangel in einem Land wie Deutschland durch Zuwanderung lösen, so wie die Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung das planen? Und was ist dabei wirklich zu beachten, dass dieses Konzept aufgeht? Oder funktioniert das nicht aus bestimmten Gründen und ist ein Irrglaube, vielleicht sogar Träumerei und bringt gar nicht das gewünschte Ergebnis, also löst vielleicht nicht den Fachkräftemangel in den nächsten Jahren? Was denkt ihr? Lässt sich ein Fachkräftemangel, das heißt ein Mangel an fachlich qualifizierten Menschen, die bestimmte Aufgaben in Unternehmen verrichten können, lässt sich das für ein Land wie Deutschland durch Zuwanderung lösen? Und wenn ja, was ist dabei wirklich wichtig zu beachten, damit es gut gelingt?